Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Kann ich Ihnen etwas Besonderes in meinem Schwarzmarktladen anbieten? Oder kann ich euch eventuell eine neue Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 2 anbieten? Wenn ja, in dem Fall herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge dieses Formats. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, denn heute werden wir uns die allererste Stunde Flugunterricht geben. Und ich habe sehr Angst vor dieser Folge, weil ich glaube, jeder, der bei den vergangenen Let's Plays auf meinem Kanal dabei war, dürfte wissen, dass ich mich in Sachen Fliegen doch sehr beschränkt anstelle. Und ja, deswegen lasst uns keine Zeit verlieren, weil sonst geht diese Folge eine Dreiviertelstunde und hat keinen wirklichen Erfolg, weil ich halt verkacken werde. Ja, falls ihr euch fragt, warum wir hier gerade in diesem Badezimmer unterwegs waren, das ist der Schwarzmarktladen von Fred und George. Und der liebe Harry, oder ich in dem Fall, warten immer noch darauf, dass die endlich wieder aufmachen, aber die sind immer noch im Unterricht, weil ich mir größere Umhangstaschen tiefere Taschen kaufen möchte. Für 50 Bertie Bots Bohnen, um mehr Bertie Bots Bohnen einsammeln zu können, was aktuell nicht geht, weil ich eine Grenze von 50 Bohnen habe und ständig hier Bohnen liegen lassen muss, weil ich nicht mehr einsammeln kann. Und ich kann auch gerade gar nichts dafür kaufen, weil die beiden einfach meinen, im Unterricht zu sein. Und soweit ich mich erinnern kann, war bei Fred und George eigentlich nie irgendein Problem, dass die den ganzen Tag in ihrem Schwarzmarktladen stehen. Und seit neuestem haben die irgendwie Sinn dafür, beim Unterricht pünktlich anzukommen. Und das stört mich. Das stört mich gewaltig, Leute. Ja, werde ich auf jeden Fall mal mit denen nachher ein ernstes Wörtchen reden. Weil das lasse ich mir definitiv nicht gefallen. Ich bin gut zahlender Stammkunde. Und ja, da bin ich definitiv ein bisschen frustriert, um es mal so zu sagen. So, hi Ron, Ron läuft erstmal durch Wände, er ist im Grunde schon tot, ich habe ihn anscheinend schon umgebracht und er ist jetzt ein Geist, der durch Wände laufen kann. Alles klar. Okay, da war Ron wieder zurück und jetzt geht er wieder durch die, okay. Man sollte manche Dinge in diesem Spiel einfach nicht hinterfragen. So, da sind wir in der Eingangshalle. Ron läuft schon mal vor und wir blicken nochmal gerade ganz kurz auf die Stundengläser, die leider immer noch überhaupt nichts drin haben. Oder? Warte, steht da eine Punktzahl? Oh, doch, 30? 12? Das ist aber eine komische, krumme Zahl. Welches Haus ist das nochmal? Ich habe das gerade nicht gesehen. Sieht aus wie Hufflepuff, ne? Ne, die sind alle Gold. Warte, welches Haus ist das? Ich muss das Tier sehen. Ah, Kamera, bitte. Es ist... Ah, ein Dachs Hufflepuff. Okay, Gryffindor und da... Okay, also hier haben wir Slytherin mit 19 Punkten, Ravenclaw mit 15 Punkten, da ist Gryffindor mit 35 Punkten. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das läuft hier ganz gut für uns. Ne, also Gryffindor auf Platz 1 aktuell, was wahrscheinlich an meinem krassen Skill liegt, ne? Ohne Zweifel. Ne? Wegen Harry Potter, der ja berühmt ist, wie wir alle wissen. So, Ron, wo geht's lang? Da geht's lang, alles klar. Ich bin dir voll auf den Fersen. Oh Mann, ich werde mich gleich so blamieren, Leute. Ich bin so schlecht darin. Also, ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu wild wird und dass die Kontrolle mit dem Controller, den ich ja hier am Start habe, ne? Das ist so geil, Leute. Ich zock zum ersten Mal, seit ich meinen Kanal habe, ein Let's Play mit Controller. Sonst immer mit Tastatur und Maus und das ist teilweise echt pure Horror. Guten Tag, meine Schüler. Guten Tag, meine Rouge. Willkommen zur ersten Flugstunde. Worauf wartet ihr noch? Schwingt euch auf eure Besen. Sag mal, ein bisschen netter hier. Ist ja unfassbar. Hinweis, dein Besen ist jetzt konfiguriert. Schulz, wenn du die Konfiguration ändern möchtest, kannst du dies jederzeit im Optionenmenü tun. Vor dir ist ein Parcours mit verzauberten Ringen. Du musst durch so viele Ringe fliegen, wie es geht, aber in der richtigen Reihenfolge. Oh. Bist du bereit, Potter? Nein. Alter, warum redest du mich mit Potter? Die redet mich so an, wie Snape das tun würde. So, beschleunigen. Oh. Es ist okay, es ist okay. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Nö, ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt. Es geht mit dem Controller so viel einfacher. Oh, Leute, ich werde nur noch mit Controller spielen. Uah. Oh, Hochmut kommt vor dem Fall. Ah, so, hier einmal durch. So, dann da so. Hui, und so. Oh, hör, au!
erstmal gegen Hogwarts geklatscht. Gut. Bei der Prüfung wird jetzt eine Note vergeben, die auf deinen Leistungen im Unterricht basiert. Klingt so unfassbar streng. Madame Hooch, seien Sie nicht so streng, bitte. Ich bin ganz schüchtern. Ja. Nein, einen Ring ausgelassen. Ja, ich hab's gesehen, Madame Hooch. Mann, jetzt stressen Sie mich doch nicht. Mehr Ringe darfst du nicht auslassen, Harry. Ich weiß. Ah! Mann, die stresst mich, die Alte. Ja, guck, ich war am Anfang so gut und jetzt hat sie mich gestresst. Da hast du ein paar ausgelassen. Madame Hooch, können Sie bitte den Rand halten? Ich frag für einen Freund. Nein. Nein. Mehr Ringe darfst du nicht auslassen, Harry. Ja, ich geb mir doch Mühe. Da hast du ein paar ausgelassen. Boah. Kann man dir ja mal eben kurz den Maul stopfen? Entschuldigung, Leute, aber das... Oh. Da hast du ein paar ausgelassen. Madame Hooch, jedes Mal, wenn Sie was sagen, treffe ich die nachfolgenden Ringe nicht. Da hast du ein paar ausgelassen. Da hast du ein paar... Gut, für diese Leistung gibt es ein A. Du kannst deine Noten im Flugunterricht jederzeit verbessern. Komm einfach hierher. Frage, wie ist denn das mit der Noteneinteilung? Also, liebe Macher von Harry Potter und der Stein der Weißen für die PlayStation 2 aus dem Jahre 2003, wisst ihr, dass prima, es Hogwarts-Noten gibt? Du hast ein paar Hauspunkte für Gryffindor geholt. Longbottom, du bist dran. Oh, weia. Ich habe ein A geholt, Leute. Ist das nicht besser als ein B? Mr. Longbottom! Mr. Alter, der Junge hat's echt übel. Der hat so verkackt in diesem Spiel. Erst wird sein Gesicht verbrannt, jetzt bricht er sich das Handgelenk, verliert seine Sachen. Oh Gott, sein Handgelenk ist gebrochen. Na komm, ist schon gut, steh auf. Keiner von euch rührt sich, während ich den Jungen in den Krankenflügel bringe. Komm, mein Kleiner. Komm, mein Kleiner. Alter, der tut mir so leid. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Hätte der Riesentrampel sein Erinnermich benutzt, hätte er sich daran erinnert, auf seinen dicken Hintern zu fallen. Gib es her, Malfoy. Genau. Ich stecke es irgendwo hin, wo Longbottom es suchen muss. Alter, was geht bei dem, Alter? Was ist los, Potter? Das ist wohl zu hoch für dich, was? Gib es her, Malfoy, oder ich werfe dich von einem Besen. Ja, Ansage hier. Ansage ist raus. Freundchen, jetzt Probleme wird sie erstmal gebieft. Mit dem Besen, Potter? Oh nee, sag nicht, ich muss dem folgen. Wo ist der? Ach, da ist der. Diese drei Pixel da hinten. Okay, dann folgen wir ihm mal, Leute. Immerhin keine Ringe durch die fliegen. Au! Also, sag mal, da war ich aber knapp drüber. Was ist los, Potter? Zu langsam, um mich zu fangen? Nee, Freundchen, ich bin Harry Potter und ich werde dir zeigen, wie man richtig Besen fliegt. So. Glaubst du etwa, du könntest mich fangen? Dann versuch's doch, Potter. Diese Hindernisse, die sind echt nervig. Außerdem, was ist das für ein Schweif, den wir hinter uns herfliegen? Das sind doch hier diese... Wie heißen diese Dinger, die... Hier, ihr wisst schon. Was ist oh, ich los, hab den Namen Potter? Vergessen. Zu langsam, um mich zu fangen? Muss mich konzentrieren, Leute. So, Malfoy. Nein, nur Turm ist im Weg. Bleib stehen. Aber ich find's zumindest gerade ganz cool, dass wir einmal quer hier durch Hogwarts fliegen. Und tatsächlich, Hogwarts ist vom Aufbau relativ originalgetreu zu den ersten Teilen. Da kann das Spiel auch gar nichts für, weil Hogwarts war auch in im Film am Anfang eben ein bisschen anders als in den späteren Filmen. Und die haben sich hier halt sehr an der Filmversion aus Teil 1 orientiert. Und da hatten diese Türme zum Beispiel noch kein Spitzdach. Also ist alles schon sehr korrekt gebaut worden. Muss man sagen, da ist der hier, ne, der Turris Magnus. Probleme mit dem Besen, das Trainingsgelände. Doch, man kann alles wiedererkennen, alles ist an der richtigen Ort und an der richtigen Stelle. Also, finde ich genial, Leute. Finde ich sehr genial. Das muss man im Spiel wirklich lassen. Was ist los, Potter? Zu langsam, um mich zu fangen? Ja, was ist die Herausforderung? Oh Gott! Komm her, Malfoy! Probleme mit dem Besen, Potter? Nö, eigentlich nicht so. Eher Probleme mit den Hindernissen und Hogwarts, das mir hier im Weg steht. Ich glaube, ich muss den irgendwie fassen, weil jetzt sind wir wieder an der Stelle am Anfang. Ich muss dem wahrscheinlich wirklich... Probleme mit dem Besen, näher kommen. Potter? Komm jetzt, los!
Was ist los, Potter? Zu langsam, um mich zu fangen? Ja, offensichtlich. Oh. Jetzt geht er da wieder runter, ne? Worauf wartest du noch, Potter? Gib doch einfach auf, wenn du Angst hast. Hey, jetzt habe ich ihn überholt. Ah, okay, man soll also auch überholen oder mehr oder weniger ihn einholen. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen, Potter. Mit dir würde ich es jederzeit alleine aufnehmen. Heute Nacht, Zaubererduell. Was ist los? Noch nie von einem Zaubererduell gehört? Klar hat er. Ich bin sein Sekundant. Heute Nacht, im vierten Stock. Nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt. Sein Sekundant. Ich glaube kaum, dass Ron wirklich ein Wort kannte, das sich Sekundant nennt. Hedwig, du musst die Flügel benutzen, damit du fliegen kannst. Aber was weiß ich schon, ich bin ja auch keine Eule. Lieber Harry, möchtest du heute Nachmittag auf eine Tasse Tee vorbeikommen? Will alles über deinen ersten Tag wissen. Hagrid. Hagrid ist bestimmt in seiner Hütte. Los, Harry, mir nach. Okay, alles klar. Ja, Hagrid hat uns zum Tee eingeladen. Und heute Abend hau ich Draco Malfoy auf die Fresse. Geil, kann eigentlich nur ein super toller Tag werden. Also was soll schon schief gehen? Ne, der komische, bärtige, riesige Mann, der ein Kind in seine dunkle, einsame Hütte einlädt zum Tee trinken oder sich abends eine illegale Schlägerei zu liefern. Also Harry ist auf jeden Fall auf einem echt guten Weg, hier von Hogwarts zerwiesen zu werden. Ja, nur frage ich mich gerade, wie geht's denn zu Hagrid nochmal? Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Zum Glück haben wir ja schon eine kleine Rundtour gemacht, eine illegale Rundtour in der vorletzten Folge. Hedwig, ey, der ist hier, oder? Ist das Hedwig? Krass, die haben hier irgendwas animiert. Hier ist nicht mal ein einziger Grashalm oder irgendein Baum oder Busch, aber Hauptsache, da fliegt eine Eule entlang. Die konnte sogar die Flügel bewegen. Dann war das bestimmt nicht Hedwig, die muss das noch lernen. Da, guckt. Hey, Euli, wieso bist du das einzige animierte Etwas hier in der Gegend aus lauter Blöcken und... Ach so, ich glaube, die will mir den Weg zu Hagrids Hütte zeigen, oder? Ja, safe, aber war Hagrids Hütte nicht da hinten? Ich guck mal eben gerade ganz kurz. Aber ich meine, dass... Ach nee, da hinten. Ah, alles klar. Okay, okay. Ja, aber ich hätte auch da langlaufen können, wo die Eule langgeflogen ist. Das wäre auch okay gewesen. Ui! Aua. Habe ich Leben verloren? Ich glaube, ein bisschen, ne? So. Hagrid, ich bin gleich da. Ich hoffe, der Tee ist schon warm. Und ich hoffe, du kannst mir vielleicht einen kleinen Tipp geben, wie ich Draco so richtig einen Kinnhaken geben kann, dass er nicht mehr aufsteht. Oh, hi Ron, du bist ja auch schon da. Macht's euch bequem. Das ist Ron. Noch ein Weasley, was? Mein halbes Leben habe ich damit verbracht, deine Brüder aus dem Wald zu verjagen. Hey Ron, bei Gringotts wurde eingebrochen. Hör zu. Es wird vermutet, dass es sich um die Tat schwarzer Magier oder Hexen handelt. Kobolde bei Gringotts bestätigen den Einbruch, sagen jedoch, dass nichts gestohlen wurde. Verlies 713, das durchsucht wurde, war am selben Tag geleert worden. Komisch, das ist das Verlies, in dem Hagrid und ich waren. Mysteriös, mysteriös. Hagrid, ich brauche ein paar Zutaten für den Zaubertrankunterricht. Ah ja, wo wir schon dabei sind. Weißt du, wo man auf dem Schulgelände Pflanzen finden kann? In der Nähe meines Gartens wächst so einiges. Geh doch mal gucken. Sei vorsichtig. Wird nachts nicht rumlaufen. Auch bei Tag gibt es hier ein paar furchterregende Dinge. Kein Problem, ich bin schon 11 Jahre alt und es ist ja hier nur eine Schule. Da sind wir. Sei vorsichtig, Harry. Rudi, willst du mir gerade irgendwie verklickern, dass dein Garten hinter dieser Mauer ist? Oder soll das irgendwie der Eingang zum verbotenen Wald... Das ist der Eingang zum verbotenen Wald, Freundchen. Alter, der lässt uns ganz alleine in den verbotenen Wald reinlaufen. Hey, Hagrid, du hast hier so ein Buch liegen. Toll. Eine Ausgabe von Theorie der Magie von Adalbert Schwafel. Jetzt muss ich es nur noch in den Gemeinschaftsraum bringen. Okay. Ja. Gut, ich meine, ich habe Hagrid geklaut, aber der braucht das bestimmt nicht mehr.
Ich glaube nicht mal, dass der lesen kann. oh, ist das böse. Ja, Leute, also Hagrid will uns einfach eiskalt in den verbotenen Wald laufen lassen und er stellt sich hier vorne hin und hält Schmiere, damit mir bloß keiner zur Hilfe kommen kann. Ich glaube, der ist wirklich so eine Art Freund. Danke, Hagrid, und du stehst irgendwie komisch auf dem Boden. Eieiei. Alter, seine Hausschuhe da sind einfach ganz weirde Ansicht. Seine Hausschuhe sind einfach kleine Boote. Ich würde sagen, Leute, nee, warte, es ist immer noch Tag, es bringt nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal in den verbotenen Wald. Alter, der Hagrid ist ja auch echt ein Weirdo hier in dem Spiel, muss man sagen. Aber er wird in den späteren Spielen noch viel weirdohafter, wenn man das so sagen kann. Vor allem in Teil 3, ihr werdet sehen, was ich meine. Ron, was mit dir? Hallo, Ron, was ist denn mit dem los? Lässt er mich da jetzt alleine? Was? Oh, das sieht nicht so verboten aus. Nö, das sieht eigentlich sehr lebensbejahend aus. Im Gegensatz zum restlichen Teil von Hogwarts sind ja hier immerhin Blumen. Nur sonst in Hogwarts sind nirgendwo Blumen oder Büsche oder hä? Die Pflanzen waren gerade eben noch nicht da. Hä, kann das sein, dass es in Hogwarts ein Grafikbug ist, dass mir da keine Pflanzen angezeigt werden? Weil die ganzen Wiesen sind so kahl und jetzt komme ich hier in diesen Bereich und alles ist so schön bewachsen. Und die Pflanzen sind auch gerade erst später dazugekommen. Das sieht aus wie so Marihuana. Ich glaube, Hagrid, ja, eindeutig Marihuana. Alles klar, Hagrid, weiß ich Bescheid. So, gut, da ist ein Brunnen, da können wir wieder Defindo einsetzen. Was ist das für eine ominöse Tür? Eine Tür, die keinen Namen trägt. Okay, dann lassen wir die mal in Ruhe. Können wir nicht durch. Da haben wir wieder einen Feuerkessel, können wir nichts machen. Da haben wir einen Vorhang, der irgendwo... Nee, warte mal, ist das... Nee, das ist ein Gitter. Das ist ein Gitter, okay. Hier haben wir... Ah, das ist dieses Ding, wo man dann hüpfen kann. Den Zauber beherrsche ich aber noch nicht. Und hier haben wir... Was auch immer das ist. Gehen wir einfach mal rein. Was soll schon schief gehen, ne? Mein Hagrid hat mir ja nur gesagt, dass es hier gefährlich zugehen kann. Aber egal. Ah, wir sind hier in einer Art Scheune drin. Okay. Ja, diese Kisten lasse ich da einfach mal alle stehen. Da kommen eh nur Bertiebots Bohnen raus, die ich gerade nicht gebrauchen kann. Leute, im Ernst, wann wird eigentlich wieder Nacht in dem Spiel? Also mal ganz im Ernst. Das würde ich mich echt mal fragen. Kesselkuchen. Kesselkuchen. Lecker, lecker, lecker. Oder kann man Tag-Nacht irgendwie... Hier muss irgendwo eine Tür sein. Vielleicht sollte ich es mal mit Lumos versuchen. Hier sollte irgendwo eine Tür sein. Dann schauen wir doch mal. Lumos. Danke für den Tipp, Harry. Das ist natürlich sehr hilfreich. Okay, in der... Oh! Okay, aber bevor wir da reingehen, gehen wir nochmal eben hier die Treppe hoch. Und gucken mal eben, ob hier irgendwas ist. Oh, hier sind überall diese Kessel, Leute. Ich will endlich diese Taschenerweiterung. Oh, eine goldene Kiste, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet. Da haben wir wahrscheinlich wieder Schokofroschkarten drin. Und wir haben eine Schokofroschkarte drin. Sehr schön. Mal sehen, welche wir haben. Eine Bildkarte. Ja, eine Bildkarte. Schokofroschkarte ist anscheinend da noch urheberrechtlich geschützt. Marvin der Böse. Er fand viele böse Flüche und Zaubereien. Mittelalter. Daten unbekannt. Boah, Leute, der sieht auch irgendwie böse aus, wie so ein Frosch, der sich mit einem Menschen gepaart hat, oder? Oder, Leute? Doch schon, ne? Ja, interessant, interessant. Gut, da haben wir wieder eine neue Bildkarte bekommen. Ich glaube, 17 hatte ich gerade gesehen an der Zahl. Da sind wir jetzt. Da waren gerade ein paar Folterinstrumente. Ist das hier die Scheune, auch die Filch nutzt? So, hier müssen wir mal kurz wieder Lumos einsetzen, damit wir hier durchkommen. Interessant, interessant. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Da ist nichts, okay. Hallo, ich bin Harry Potter. Ich brauche eigentlich nur so ein paar Pflanzen für den Zaubertrankunterricht. Ist es eigentlich dann auch so, dass jeder Schüler im Zaubertrankunterricht, also in meiner Klasse, denselben lebensgefährlichen unterirdischen Weg hier ablaufen muss, den ich gerade ablaufe? Oh, da sind ein paar Magic Mushrooms. Vielleicht brauche ich die ja für den Zaubertrank. Kesselkuchen. Kesselkuchen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei vielen Kisten vorbeilaufe, mit so Kesselkuchen und allem Pipapo, dass das Spiel mir quasi schon andeutet, ey, du wirst sie gleich dringend brauchen. Du wirst gleich viel Leben brauchen, Freundchen. Das ist so eine indirekte Message quasi immer.
So, wir sind... Oh, Leute, ist das schön hier. Das erinnert mich an einen Urlaub, den ich letztes Jahr gemacht habe. Da war ich nämlich in, Pirnau? Oder in Görlitz? Görlitz, Pirnau? Kann das sein? Vielleicht wohnt da jemand von euch in der Nähe. Und da gibt's diese komischen... Oh, wie heißen die? Das war auf jeden Fall auch so Felswände an den Seiten und da musste man da so durchlaufen. Da waren auch Wasserfälle und so. Das war richtig schön. Ach, die Schweizer Alpen? Schweizer... Nee, die Sächsischen Alpen. Genau, so. Irgendwie so war das, Leute. Ich hab's voll... Ich bin brainlost. Ich bin komplett lost. So, oh Gott, was ist das? Ah, ja, so viel zum Thema. Hey, ich habe nur 45 Birdiebots-Bohnen. Oh, warte, weil die da abgehauen... Sardinengeschmack. Lass mir jetzt meine Bohnen, du Kackvieh. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal... Komm, los! Kann ich irgendwas mit den Dingern machen? Weil die werden halt hier nur betäubt und ich kann sie nirgendwo reinwerfen. Geht mir aus dem Weg, bitte. Was mache ich denn jetzt? So, ich bin hier auf dem Baum drauf. Was ist das da? Kann ich da rein? Nee. Ah, doch, da kann ich die wahrscheinlich reinwerfen. So, Freundchen. So, und rein mit dir, du. Was auch immer. Keine Ahnung, wohin dieses Loch führt, aber auch kein Interesse, es rauszufinden. So, du kommst auch mit, Freundchen. Los, schnell. Rein mit dir. So, ich glaube, ein dritter war auch noch am Start hier, irgendwo. Da ist er doch. So, komm mal her, Freundchen. So. Ich hoffe, der bleibt jetzt bewusstlos, bis ich ihn da reingeworfen habe. Kein Bock, dass der mir wieder in der Hand losgeht. Und rein mit dir. So, gut, Leute, das hätten wir geschafft. Und sogar ohne, dass ich eine Birdiebots-Bohne verloren habe. Also alle, die ich verloren habe, habe ich mir ja zum Glück zurückgeholt. Weil, Leute, ich würde echt die endlos Krise kriegen, wenn wir wieder zu Fred und George können. Und ich dann aus irgendeinem Grund nicht genug Bohnen hätte. Alter, Leute, dann ist aber Ende im Gelände hier. Okay, so, wir haben, wieder ein paar Plattformen freigeschaltet. Ich würde aber gerne auch da rein können, weil da ist eine goldene Kiste. Und nicht nur Currywurst Bobbes Ahoy. Nicht nur da, sondern auch da. Kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Geil, kann ich auch da hoch? Ah, nee, aber ich kann hier an der Seite entlang. Sehr schön, dann holen wir uns erstmal diese Kiste. Und hoffen wir einfach, sag mal, komm ich hier weg? Hallo? Nein. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä, ich komme hier nicht weg. Mach ich hier irgendwas falsch? Ich drücke X, aber passiert nichts. Ich kann auch nicht weiter, ich kann nur zurück, ich kann nicht hoch, ich kann gar nichts. Hallo? Hä? Irgendwie... Hä? Nee, ich komme da nicht ganz rüber. Ich bin verwirrt. Wieso komme ich denn da nicht ganz rüber? Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Oder ich muss noch irgendwas freischalten. Gucken wir uns noch mal eben kurz hier um. Und eine kleine Dusche nehme ich auch mal eben. Sehr schön. So, frisch geduscht. Geht's wieder ans Eingemachte. Hä, was soll ich denn machen, wenn ich dann... Ich komme da hier nicht hin, aktuell. So, gucken wir mal eben, ob hier noch irgendwas Wichtiges auf mich wartet. Aber das sieht auch nicht so aus. Nö, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir... Oh, ja. Hüpfen sollte man schon können. Ist die eine Plattform... Ah, nee, die ist nicht weg. Okay. So. Hallo. Harry kann... Danke, ich wollte gerade sagen, ich kann da nicht mal hochspringen. So, wohin jetzt? Dahin. Dann dahin. Und dann... Dahin. Und nu? Wieder dahin, okay. Hä, nee, warte mal, die beiden denn? Also entweder muss ich von da irgendwo hin. Ah, ich glaube, ich muss da an die Seite. Ja, muss ich. Sehr schön. Ah ja, genau. Und dann kommen wir hier in den Bereich. Aber ich habe Angst, dass ich gerade die ganzen goldenen Kisten da liegen lasse. Nicht, dass ich hier wieder weiter fortschreite, obwohl ich eigentlich noch was anderes haben will. Und noch eine Frage, was soll ich denn hier? Hier ist hier nichts. Ah, wahrscheinlich wieder Lumos, oder? Lumos!
Hallo, ist hier irgendwas? Hä? Hä, das soll eine random Höhle sein ohne irgendeinen Effekt? Das können die mir nicht erzählen. Als ob diese Höhle hier gar keinen Nutzen für mich hat. Ich meine, da muss man extra einen Jump'n'Run machen, um da hinzukommen. Was? Das da sieht mir irgendwie komisch aus. Lumos! Oder ist hier eine Pflanze oder so, die ich einsammeln muss? Die Pflanze hier sieht zum Beispiel special aus. Oder die hier, aber nein, nix da. Hä, ich bin verwirrt, Leute. Nee, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hä, ist das jetzt ein Bug oder bin ich komplett scheel? Was soll denn hier, was soll das? Kann ich da irgendwie hoch? Nee, auch nicht. Hä? Okay, Leute, also da muss ich jetzt mal eben kurz überlegen, beziehungsweise... Also ich frag mich einerseits, wie ich da zu dieser Kiste kommen soll, wenn ich das nicht über diese Ecke komme. Also... Wenn ich, hä? Ich muss doch hier... Oh, ja, das war ein bisschen schlecht gemacht. So, noch ein Try, Leute. Und wenn das da nicht klappt, dann würde ich sagen, pausieren wir die Folge hier erstmal. Och Mann, Harry, du schaffst das. Komm, nur ein Versuch jetzt hier. Weil die Folge ist jetzt eh schon lang genug. Und dann würde ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Aber das ist echt verwirrend. Weil, keine Ahnung, die Sachen hier liegen eigentlich voll auf der Hand, dass ich das richtig mache. Gefühlt zumindest. Aber offensichtlich mache ich es halt nicht. Hä? Das ging eben nicht, Leute. Real Talk, das ging eben nicht. Das ging eben nicht, ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch, ich habe alles gedrückt. Ich konnte nicht weiterlaufen. Ich schwöre, ey Leute, kleiner Finger. Ich schwöre es euch. Eine Bildkarte. Eine Bildkarte. Und zum Abschluss der Folge immerhin nochmal diesen Erfolg geschafft. Burdock Muldoon. Vorsitzender des Zaubererrats von 1448 bis 50. Cool, 1429 bis 1490. Nicer Dicer, sehr cooler Typ. Ja, Leute, dann haben wir zumindest nochmal eine Karte gefunden. Immerhin ein kleiner Erfolg. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal gemeinsam an, wie wir hier weiterkommen, was mit dieser komischen Höhle auf sich hat. Und also ich bin komplett verwirrt, Leute. Falls ihr mal eure Meinung oder Lob oder Kritik in die Kommentare schreiben wollt, dann macht das gerne unten über die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich auch riesig über einen Daumen nach oben freuen, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann sehen wir uns alle wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!